Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Stellwerksim. Wir sind in Ulm und hier wird's stressig. Hab schon ein bisschen ausprobiert. Wir haben gerade einen Zug, der reingefahren ist von Geislingen 19287. Das ist der Kollege hier. Alles klar. Fährt auf die 3. Fährt hier rüber bei TBS über 2. Möchte dann auf Gleis 1, wo er die Richtung ändert. Dann kannst du hier erstmal düsen. Da oben haben wir den Rangierbahnhof, da kommen regelmäßig Züge raus. Neu-Ulm ist auch ganz fleißig mit Züge schicken. Hier haben wir immer wieder mal einen Lokwechsel. Also, hui, das wird spannend. Gleis 3N nach Geislingen. 3N haben wir hier. 1910. Ja, bitteschön. Kannst du schon mal los? Der fährt ganz normal. Mal bis hierhin. Und dann will ich mal ein bisschen drauf achten, dass der BÜ hier die ganze Zeit zu ist. BÜ-Zeiten anzeigen. Wo mache ich denn schlauerweise hin fürs Erste? Ja, fürs Erste tue ich mal da oben hin. Dann haben wir hier die Zeiten. Ist jetzt eh schon recht lange dicht. Okay, Gleis 4 wieder nach Laubheim. Gleis 4 ist da. Könnten wir auch schon mal geben. Zwei Züge weniger. Und 5A bin nach Talfingen. Das ist da unten das Gleis. Das ist der Zug hier. In 3 Minuten. 32720. Ich möchte noch 3S. 3S haben wir hier. Ja, shit, jetzt haben wir natürlich hier die Ausfahrt. Das ist jetzt gerade ein bisschen dämlich. Weißt du was? Du kommst dann gleich, lass mal den zuerst einfahren. Und Neu-Ulm fern kommt auch was. Es ist schade, dass wir hier so keine Verbindung haben. Das wäre natürlich jetzt praktisch. Geislingen, der nächste. Noch Dus Terminal. Ach, der fährt hier rauf. So, TBS 3. Und dann TBS 3. Die Leute werden keinen Spaß haben bei diesem Bahnübergang. So, dann kommst du hier auf die 3. Mal schauen, ob wir den da wirklich warten lassen. So, Kollege, bist du jetzt du? Ja, jetzt endlich. E-Log, BB. Noch 4S. Ja, Kollege. Noch Neu-Ulm fern. 1921, 4S. Du kannst. Nö, der bleibt jetzt erstmal da hinten stehen, bis der ausgefahren ist. Und dann schauen wir weiter. Theoretisch könnte er auch über 21 und dann raus. Spricht, glaube ich, eigentlich nichts dagegen, ne? Nächste fährt um 24. Weißt du was? Dann fährst du so zu Neu-Ulm fern.
fährst du nicht 4S, sondern 2. 5A habe ich jetzt vergessen. Du bist ja noch da. Ah, shit. Der muss ja einmal durch. Entschuldigung, Kollege da. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Ich glaube, das mit dem BÜ lassen wir mal wieder. Heute gibt es mal keinen Autoverkehr hier unten. Neu umfahren. Interessant. 21 Betriebshalt. Der ist aber schon 8 Minuten verspätet. Willst du den Halt wirklich machen oder willst du nicht einfach gerade durchfahren? Ja, komm. Ich mach's mal. Nach Plan. 21. Bitteschön. Und der Lok müssen wir dann gerade noch sagen, dass sie da weiterfahren darf. Nur in 2. Du fährst überall durch. Bis nach Geislingen, dann bist du für mich erledigt. Gleis 2. Vorzeitige Abfahrt. Weg mit dir. Gleis 7 nach Herrlingen. Wo ist das? Ist da hinten. Gleis 7. Bitteschön. Fahrstraße kommt. Gleis 8 nach Laubheim. Kommt auch. Rangierbahnhof nach Geislingen. Okay. TBS 1. TBS 2. Schnell raus. Bevor da was kommt. Da kommt jetzt der 19287 von rechts. Wo will der eigentlich in 19287? Möchte dann auf Gleis 1. Gleis 1, okay, ja, der tut Richtungswechseln. Nach Geislingen. Der ist wieder abfahrbereit. Ja, dann. Abmarsch! Hätte ich ja gerade durchfahren lassen. Gut, was los hier in dem Stellwerk? Ist ja grundsätzlich hier nicht schlecht. So, der eine Fidus-Terminal ist jetzt auch am Ankommen. Dem schauen wir auch gleich mal weiter. Programmieren können wir es ja schon mal. Gerade so ein fliegender Wechsel werden. Oh, Laubheim, da ist auch ein Zug kommen. Auf Gleis 7. Wie kommst du? Fährt nach Talfingen. Verspätungstechnisch schaut es ja für die Uhrzeit gar nicht mal so schlecht aus. Könnte schlimmer sein. So, der wartet bis 27. Und Dus-Terminal. Sehe ich gerade nichts, dass da was kommen könnte.
Wisst ihr was? Dann. Nee, Moment. Warte mal, ist. Gehört Dusterminen noch zu Neu-Ulm? So kann ich da nicht rein. Soll ich das mit Rangierfahrt hier reinmachen? Mit Rangierfahrt da rein. Okay. Dann kannst du erstmal losfahren. Ein Zug weniger. Die Fahrstraße ist kommen. Oh, die sind jetzt gerade Hintern auf Hintern da. Das ist jetzt nicht so cool. Lassen wir mal den Bodybegang ein Stück weit offen, dass der ein bisschen eins weiter gerutscht ist. Will ja kein Unmensch hier sein. Aber was ich hier gemerkt habe, man muss hier mit dem Lok umsetzen unglaublich aufpassen, wo man die Lok hinstellt. Und wenn man sie wieder rausfahren lässt, sonst hat man hier ganz viel Spaß. Ja gut, dann haben wir jetzt nur noch 3 Züge fürs Erste. 20, alle fix nach Fahrplan. Alien, nach Gleis 8. Ist da oben, bitteschön. Ich mach das doch wieder an. 870. Holla die Waldfee. Also das wird nix, dass ich den so lang offen lasse. So. Jetzt geht er wieder zu. Einmal so und einmal so. Neu-Ulm fern auf die 21. Und fährt durch bis Geislingen. Da wirst du ein bisschen warten müssen, Kollege. Ist schon interessant aufgebaut, dieser Bahnhof hier. Wäre mal was, den mal in echt anzugucken. Okay, 25 ist der nächste für Fern. Ich muss erstmal weg. Machen wir schon mal einstellen. Südli. Das glaube ich wird sich jetzt ganz gut ausgehen hier. Wieder hier einfahrt, kriegt er schon die Weiterfahrt. Autsch, autsch, autsch. Ich mache die PU-Zeiten wieder zu. Nicht so gut, nicht so gut. So, hier auch die Wiederholung für die Weiterfahrt. Alter, schaut euch das an. Das hat super geklappt.
So, Talfingen. Die scheppert's doch, ne? Das haben wir hier. Einmal annehmen. Nach Gleis 6. Wie schön. Geht weiter nach Laupheim. Um 34.27 Gleis 8 nach Regio. Mhm. Warten wir noch einen Moment mit der Fahrstraße. Das ist Gleis 4B. Das ist einfach nur ein langgezogenes Kopfgleis zum irgendwas abstellen. Wenn jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Neu-Ulm Regio, der fährt in den Rangierbahnhof über Gleis 10. Das ist hier oben. Viel Spaß da hinten. Sehr gut. Gleis 131 nach Neu-Ulm Regio. Annehmen. Wird über 11. Aber ich habe da um 27 diesen RB. Ich sage mal, der fährt zuerst. So, Gleis 8 einstellen auf Regio. Und dann 11. Der hat die Abfahrt um 29. Na, das passt ja. Oh, scheiße. Ich habe da unten meine Fahrt vergessen. Sorry, Kollege. Ich glaube, er hat eh nicht angehalten. 5 Minuten Verspätung. Uh, 27, eine Minute. 7. Ach, Alfingen, bitteschön. Ja, ich glaube, mit dem Stellwerk werde ich warm hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Das für 8 kommt jetzt. Dann können wir für 11 Regio auch schon mal voreinstellen. Dass es so schnell wie möglich kommt. 34,6. Das ist er hier nach Laupheim. Eine Sache würde ich ja hier ändern. Das Schild da hätte ich aufs obere Gleis gemacht. Sonst könnte man meinen, was soll ich hier unten reinschicken? Also mit dir, achso, das ist der auf Gleis 11 da oben. Ja, sorry, Güterzug hat keine Prio. Außer also es ist ein Express-Güterzug. Thank you.
Er geht immer weiter nach oben. 13 über 40. 13,50. Muss das Rot hier nicht eigentlich mal mit der Zeit ausgehen? Naja. Aber ansonsten haben wir hier keinen einzigen Bauer, den wir gegangen, wenn ich das so sehe. Also mindestens keinen, den wir da eingetragen haben. Okay, arbeitslos für den Moment. Mensch, vorher beim Test anspielen war richtig viel los und jetzt ist wieder wenig los. Typisch. Hab wieder Glück. Aber ich sag's euch, ich habe heute ein... Oh, der nächste Zug. Geislingen nach Rangierbahnhof fährt durch bis zum RBF. Alles klar. Tja. Tschüss, BÜ. Bis zum Rangierbahnhof. Also einmal da oben rein. Ha, geil. Wenn das jetzt zweimal auf einmal blinkt. Nice. Nicht das Schlimmste. 4 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, 8 Minuten, 8 Minuten. 8 Minuten das Schlimmste. Das ist doch mal eine gute Leistung. Für die Deutsche Bahn. So, machen wir hier gerade nochmal wieder durch. Kollegen da unten fast übersehen. Und eigentlich könnte ich mal eine Autofahrstraße machen von da unten nach da rein. Ich glaube, das kommt sehr selten vor, dass jemand nach da oben fahren muss. Theoretisch. Ach nee, da macht es keinen Sinn. Da habe ich schon einen gehabt, der auf die 1 runtergeht wegen einer Überholung. Und hier macht es eh auch keinen Sinn. Nächste von Geislingen. Alter, jetzt kommen sie alle von da hinten. 3, 2, Ulm Nord, Gleis 2. Der bleibt nicht einmal bei uns stehen. Über Gleis 2 nach Regio. Okay. Also die Leute bei dem Bahnübergang, die tun mir echt leid. Oh, bitteschön. Gleis 2 stelle ich mir noch nicht ein. Vielleicht brauche ich da hier noch irgendwie einen Bereich. Oh, geil. In Geislingen haben wir jetzt auch einen Nachbarn. Sehr cool. Mal schnell in den Regionsraum reingucken. Göppingen, Geislingen, Karlsruhe, Enz und Nagoldtalbahn sind besetzt. Cool. Ja, da steht es ja eher gerade. So, 6 nach Laubheim. Und weg mit dir in 2 Minuten. Irgendwann kriegen wir das hier nochmal hin in der Videoaufnahme, dass wirklich alle Seiten besetzt sind. Ich glaube, ich würde es mir auch mal interessieren, wie dieser Rangierbahnhof da oben aussieht. Das wäre vielleicht generell mal als Abwechslung, anstatt normalen Bahnhof, Güterbahnhof.
Aber vor denen habe ich doch ziemlich großen Respekt. Tja, wirklich gerade nicht sehr viel zu tun. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz recherchieren bezüglich dem Bahnübergang da. Dann sehen wir uns gleich wieder, weil momentan ist FDL-technisch gerade ein bisschen Flaute. Also, ganz kleiner Cut für euch. So, da bin ich wieder. Kommt gerade einer von 131 schon wieder. Dann haben wir noch Laubheim. Kein Problem. Es ist von Laubheim auch einer reingekommen. Das ist der Zug hier. Und der 19229 ist reingekommen. Und mit dem Bahnübergang hatte ich jetzt schon recht. Das sollte da nicht durchgehend rot sein. Aber ihr seht, wenn ich dann einmal draufklicke und dann sagt BÜ, dann fängt er an zu blinken. Ja, dann gleich nochmal probieren. 51881. Ist der hier. Ich werde noch ein Schieber auf. Ach, das habe ich ja schon eingestellt. Dahinter ist gerade der nächste. Regio und Fern sind zwei Vorstraßen. Wieder gerade zu uns kommen. Und der nächste von Laubheim. 6S. Ist frei, kannst du haben. Fährt dann wieder retour. 60303. Macht neu um Regio über Gleis 2. Ja, schon mal einstellen. Neu-Ulm Regio Gleis 4 ist frei, kannst du haben. Sag mal, jetzt kommen sie alle wieder rein. So viel zum Thema, dass nichts los ist. 5A. Da oben. Bitteschön. Geislingen, jetzt auch. Jetzt werde ich halt wieder zugeschissen. Ich hätte es nicht laut sagen sollen. Haben die anderen Fahrt jetzt leider gehört und dachten sie so, ja, jetzt schicken wir mal alles. Ja, mit dem Bravura nicht langweilig wird. So, hier, da, BÜ, jetzt das hier macht. Dann ist er am Blinken. Schauen wir mal, ob er dann aufhört. Was machen da die BÜ-Zeiten? Ich bin der Meinung, der müsste halt ganz dunkel werden. Das verwirrt mich ein bisschen. Ja, aber das sagen, okay, im Neuen Entfernen können wir uns mal kurz sehen. Gleis 25. Ja, fahr rein hier. Durchgehend rot. Also, wenn er gesichert ist, dann müsste es ja. Moment mal, Anrufschranke. Ist das eine Anrufschranke da unten? Muss geöffnet werden, sobald eine Person diesen überqueren will. Der BÜ kann nur geöffnet werden, wenn keine Fahrstraße über ihn gestellt ist.
Also soll der dauerhaft zu sein? Von Herrlingen kommt gerade einer, Gleis 7. Ja, Gleis 4 bin noch Herrlingen. Bitte schön, kommt. Ja, jetzt setze ich das wieder zurück. Ich glaube, das ist eine Anrufschranke. Lass das jetzt mal so. Was steht denn in Ulm? Also in der Beschreibung. Die ganzen Strecken. Blau markierten Gleise sind ein- und Ausfahrgleis vom Rajivertum in Richtung Neu-Ulm. Wenn zu viele Regionalgleise abgeleitet werden, in Bermstein ist aufgrund des höhengleichen Übergangs am Bahnsteig darauf zu achten. Also am Gleis 2 keine Durchfahrten im Gleis 1 stattfinden, aber da steht nichts. Zu EU. Geislingen. TBS 4, Betriebshalt. Okay. Und TBS 4 dann gleich nochmal. ...27 nach Neu-Ulm fern. Bitteschön. Von 40 bis 58. Ja, machen wir es mal. Wie im Plan. So, der fährt auf die 2. 19229, wo will der eigentlich hin? Nach 3N. Wäre eingestellt Gleis 8 nach 602. Muss 600. Hä? Von 8 auf 602. Wo ist 602? Ist da oben. Ach so, fährt der. Okay. Es müsste das hier sein. Gleis 8. Was sehe ich jetzt gerade? Bin ich jetzt doof? Wieso lasst ihr mich da nicht eine normale Fahrt reinmachen? Anders. Warum muss das eine Rangierfahrt hier sein? Okay. Warte mal. 2267 ist jetzt da hinten gerade rum. Ein Intercity auf Gleis 2. Holy shit. Bei dem Bahnübergang. Dicht machen bitte. Den Kollegen da unten habe ich vergessen. Sorry. Und durch 55022 auf Gleis 1. Du hast aber Verspätung, ey. Ich glaube, du fährst gerade mal durch bis Geislingen. Und tschüss. Machen wir hier gerade die Wiederholung.
Kannst du einen vergessen? Glaube nicht, nee. Achso, dann hat er den Halt wegen dem Intercity. Und der will nach Neu-Ulm-Regio. Oh, ganz schöner Umweg. Zumindest sieht er hier groß aus, nach da oben hin. Alles wieder umfahren. So gefällt mir das. So, bezüglich der Anrufschranke muss geöffnet werden, sobald eine Person überqueren will. Die BU kann nur geöffnet. An was sehe ich bei der Anrufschranke, dass jemand drüber will? Kriege ich dann einen Anruf? Also wissen Sie, ist eine Meldung hier drin? Oder fängt das hier zum Blinken an? Um normale Bahnübergänge zu schließen, bis den Anrufschrank zu öffnen, zuerst den grauen Knopf der Schranke betätigen, dann im schwarzen Feld im Funktionsziel den Knopf BU betätigen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Ah, okay. Neu-Ulm Fern kommt auch wieder was. Guck mal, nicht der da. Und das ist die 698. Und dann auch auf Gleis 1. Und bleibt kurz halten. Sind eigentlich so Anrufschranken wirklich noch ein Ding in Deutschland oder ist es jetzt mehr so ein Knopf drücken und warten, bis dann aufgeht? Also das, so kenn's ich halt. Drückst den Knopf, dann hat es die digitale Anzeige, die dann angeht. Die zeigt dann an, wie lange du noch warten müsst. Und dann geht die Schranke halt auf und dann halt wieder zu. Aber halt auch eine Seltenheit. ...131 ist wieder da. Annehmen. Nach Laubheim. Fährt nächster dahin. Hier um 12. Dann kannst du erstmal fahren. Und da meldet sich jemand im Chat. Gibt Cheatcodes. Kann ich ja erst ab 45 Minuten eingeben, ne? Neu-Ulm Fern, Gleis 1. Bitteschön. Ja, eigentlich kann ich dich dann gerade wieder weiterschicken. Von der Zeit her. Ah, wo war denn das mit dem Cheatcode? Ah, da, Effektcode. Code wurde erst kürzlich genutzt. Was? Okay. Ja, da warten wir noch. Warte mal, das Video geht jetzt noch nicht ganz 40 Minuten. Das will ich noch ausprobieren, was dann passiert. Ich bin jetzt noch nie dazugekommen, so einen Cheatcode mal einzugeben. Tolfingen mal wieder. Ja, immer rein. 6N. Ja, wird ein bisschen kuschelig auf dem Gleis da oben. Aber wir haben noch Platz. So, also weiterfahren, TBS 4.
könnten wir dann gerade mal weiterschicken. Nach TBS 4. Södele. Auch das wäre gemacht. Na, Gleis 1 ist schon weg. Ja, ist schon losgefahren. Achso, Kollege, vorzeitige Abfahrt. Sind es 41 Minuten. Was? Shit, das wollte ich jetzt nicht. Da muss ich mal schnell einen Timecode machen. Dass man da dies gut gesehen hat, das geht ja gar nicht. So, Effektcode prüfen. Das wird sich genutzt. Oh. Wurde der Code von einem anderen Spiel in der letzten Zeit genutzt, ist er ebenfalls für einige Zeit gesperrt. Das ist ja doof. Oh, Gleis 8. Geislingen. Ach, ja, genau jetzt, wo ich ihn rausgeschickt habe. Kommt da was? Ein ICE. Ah, geil. Sorry, ICE. Was lernen wir draus? Lass den Güterzug so lang stehen, wie es im Fahrplan steht. Schlimm mit mir. Ja, gut, der hat immerhin schon 8 Minuten Verspätung. Das ist Gott sei Dank nur eine ganz kurze Strecke da, wo der jetzt vor dem ist. Oder in der Relation kurz. Was? Eine Umleitung, bitte wir Funkmenü veranlassen. Okay. Wir Funkmenü. Zugumleitung veranlassen. Das Anschlussstellwerk neu. Umleitungsgrund. Neu-Ulm? Okay. 2246. Was? Jetzt ist der da. Der 2246. Okay. Okay, ich bin mir gar nicht sicher, was hier passiert ist. Das mit den Umleitungen, das habe ich noch nie gehabt. Das ist ein First für mich. Interesting. Was kann da sonst noch so passieren mit diesen Cheatcodes? Wenn sich da irgendwie Farben ändern oder sonst irgendwie was?
2267. Der steht wo? Es wird ein neuer Laufweg. Es wird ein Zug umgeleitet. Geislinger nach Neu-Ulm. Zugumleitung. Zug fährt umgeleitet von Ulm nach Neu-Ulm. Was? Was? Okay. So, warte mal. Wir müssen hier erstmal nochmal weiterschicken. Scheiße, 2267. Der will über Gleis 2. Was kommt davon, wenn man hier rumspielt? 13.55 nach Neu-Ulm fern. Bitteschön. Machen wir gerade mal die Wiederholung rein. Der Zug dahinter. Das verstehe ich nicht. Also von Geislingen nach Neu-Ulm. Wen ist der vorher gefahren? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Weil da wäre doch so oder so nach Neu-Ulm doch gefahren. Oder bin ich jetzt doof? Ich glaube, ich muss mir das im Video-Recap nochmal angucken. Was da bei dem 2246 ursprünglich drin stand. Komische Sachen sind hier am Laufen. Und ich bin verwirrt. Grundlegend. So, 698. Fast ist am Ankommen. Buchheizen da. Welcher Zug kommt jetzt hier als nächstes von da hinten? Oh, 6N. 6N, da bin ich noch 601. Mich raten, geht auch so wieder nicht. Warum geht's da? Und warum ist es bei 602 nicht gegangen? Okay. Neu umfern. Überziehen. Okay. Das geht gerade nicht. Da warten wir mal auf dem ICE. Gleis 130. So, 691 kommt da hinten. Auf Gleis 2, wo der andere ICE gerade steht. Nach Fern ist mal eingerichtet. So, Umleiter kann jetzt sauber davon. Geislingen kommt jetzt schon wieder einer. ICE, mach ich nicht. Oh geil, das war jetzt Express halt von dem ICE. Ist schon wieder am Abdüsen.
10 Minuten Verspätung hat er schon. Naja, ist ja gar nicht einmal so schlimm. Dann noch ein, zwei Minuten drauf. Und dann kann er da hinten Feierabend machen. So, komm, weg mit dem Rot. Perfekt. So mache ich das. Grau oder Grün. DBS 4 bis 17 nach. So lang. DUS-Terminal. Von DUS-Terminal. Kann der da eigentlich reindüsen? TBS 4. Vorzeitige Abfahrt. Gleis 8 nach 603. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Kann es denn wenigstens diesmal hier machen? Na, hast du nicht vorgemerkt. So schräg. Na gut, dann kannst du schon mal langsam rausrollen. Geislingen. 3, 2, wieder auf Gleis. Oh, das ist ein TGW. Huge. Aber durchheizen. Und 2246 darf ich nicht vergessen. Der hat einfach nur nach Neu-Ulm fährt. Also dann auf Fern. So, auch die stelle ich schon mal ein auf die 2. 6, 9, 1. Geht schon mal nach Fern. Und soll vergessen? Nö. So, dann kann man den hier gleich auf 603 schicken. Oil. Oha. Jetzt kommt es aber rein. 13, 17, 15. Ich bin noch teilweise unschuldig. Hä? 6, 9, 8? Wo ist 6, 9, 8 momentan? S 505. Richtung Geislingen. Ach da, 5.0. Ach so, der hat auf die Einfahrt gewartet. Da ist ja alles gut. Gleis 2, neu und fern. Jetzt haben wir hier klar einen Stau. Das ist halt fahrplanmäßig. Und fährt gleich mal ab in einer Minute. Kreuzstreß. Bei den 2246, dann hätten wir auch auf die 4 fahren lassen können.
so rein theoretisch. Aber bei den 9 Minuten. Aber dieser Effektcode, ist der bei jedem Stellwerk dann gleich? Also wenn das jetzt etwas anderes eintippt, gibt es dann auch eine Umleitung oder ist es dann wie random, was dann ausgelöst wird und man braucht dann einfach nur den richtigen Code? So versteht, was ich meine. Geislingen! Nach einem Chipbahnhof. 3, 2, alles klar. Gut, schicken wir mal rein. Mal Wiederholung. Dankeschön. Nach da. Da kommt Fern. Der will auch wieder über Gleis 10. Kriegst du gleich auf die 130. Und 3N nach Geislingen. Wer der Nächste? Ja, läuft, würde ich sagen. Aber wir sind jetzt eh schon wieder der Zeit. Den 46er, den schicke ich dann nach Neu-Ulm rüber. Aber ansonsten muss ich sagen, war es spaßig hier in Ulm. Leider haben wir jetzt keinen Lokwechsel hier drin gehabt. Das wäre nur witzig gewesen, wenn wir das noch gehabt hätten. Ich war für immer ein bisschen verpeilt, vor allem wegen diesem Bahnübergang. Ich hoffe, über diesen Bahnübergang kriege ich noch ein paar Infos von euch, beziehungsweise werde ich nochmal nachgucken, ob das überhaupt stimmt, dass das eine Anrufschranke ist. Aber ich meine ja, von dem, was ich da jetzt gerade so sehe. Und ansonsten, ja, war es ein bisschen chaotischer als sonst. Da habe ich schon bessere Tage gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war wenigstens keine Vollkatastrophe. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald, hier auf dem Kanal. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.